dann werden wir uns einmal das Teil abwischen, ne, dass wir da keinen Schmotter drin haben. Dann schauen wir mal, wie rund das rund ist. Falsch. Richtig. So. Auf jeden Fall brauche ich jetzt einmal andere Brüllen. So, da sind wir am tiefsten. Machen wir vorsichtshalber ein Strichelchen. Da sind wir am tiefsten. Dann müssen wir theoretisch gegenüber am höchsten sein. Genau. So, da sind wir am höchsten. Wir brauchen jetzt einen 1/10-Schlag. So, wir müssen ungefähr so weit rein. Ne? Das heißt, dann machen wir so weit heraus. Und dann ungefähr so weit rein. Dann drehen wir ein wenig oben. Und schauen wir, dass wir da schön reinkriegen. Ja, wir haben den heiligen Ton anbieten. Danke. Wieso hat der so viel Spül? 25,02. Ja, 2/300. Hundertstel, das ist ein halbes Haar. Ich glaube, das lassen wir. Das machen wir nicht mehr größer, oder? Nein. So, wir werden uns jetzt da auf die. Man kann den Ries ja ganz deutlich erkennen. Ne? Wie viel? 22. Auf die 22 mm zuarbeiten. Auf einen Durchmesser von, sage und schreibe, 60 mm. Dazu werden wir uns vorsichtshalber einen Anschlag richten, dass wir nicht übers Ziel schießen, im wahrsten Sinn des Wortes. So, dann werden wir uns jetzt unseren 8 mm tiefen und mit Durchmesser 32 Ansatz drehen. Das war jetzt ein echtes Deutsch, aber was soll's. Das war jetzt nicht gut. So, da. Fast unfallfrei überstanden. Es ist ja glatter als wir.
möge er es befühlen. Greift sie noch, ich habe noch gerade drauf, aber es ist nicht klar. Zu glatt soll es nicht sein. Wenn er zu begriffig kann, ich rückwärme es nicht. Ah, okay, warte, dann schleife ich es noch nach. Gut, der Pfeife passt auch rein. Passt, dann nehme ich es heraus. Bitzen! Wir haben das zugedreht. Und jetzt fällt es am Boden runter und hat einen Scherer rein. Da gehen wir aber schreien raus, das soll ich da. Ist schon viel leichter geworden. Das ist